Moin zusammen und willkommen zurück zu Let's Play XCOM 2. Beim letzten Mal ist eine ganze Weile nichts passiert. Und dann haben wir tatsächlich noch ein UFO gefunden. Und da sind wir jetzt gerade bei, das auszuräuchern. Wir haben schon einen Archon und zwei Sektoiden platt gehauen. Und jetzt gucken wir mal, was hier noch so rumläuft. Ah, das ist nicht gut. Ein Signal vom UFO erfasst, das wie ein Notsignal aussieht. Sie müssen in das Schiff und das Signal abstellen, bevor ihre ganze Flotte hier auftaucht. Ja, aber wenigstens sind wir schon auf der Signalseite. Das heißt, wir müssen nicht außen rumlaufen. Ist irgendwas zu sehen? Nein, ist nicht. Okay. Flatline. Hierher. Und hier rüber bitte. Ich will auch da drüben ein bisschen gucken. Nichts zu sehen. Okay, Black Gamer dorthin. Wie gesagt, im Zweifelsfall sprenge ich diesen Sender einfach in die Luft. Und das Schöne ist, wir haben noch keinen einzigen Sprengkörper verbraucht. Was natürlich super, super praktisch ist. So, du kannst hier hin. Dann ziehen wir Atoran am besten direkt daneben. Und Longshot ziehen wir dann auch hinterher. Damit die nicht zu weit weg steht. Longshot. Du bist da oben jetzt. Kommst du mal hierher. Entweder hacke ich das, wie gesagt, oder ich schmeiße eine Granate rein. Mal gucken, je nachdem, was wir gerade für eine Gegnerkonzentration haben. Da hängt das ja so ein bisschen von ab. Black Gamer, bleibt mal hier. Eins zumindest will ich mit Feuerschutz haben. So, du. Oh, die Tür ist offen? Da möchte ich da eigentlich nicht hinspurten. Geh mal dahin. Und guck da mal rein. Nichts zu sehen. Okay, das ist interessant jetzt. Du hierher gelaufen. Nichts zu sehen. Hm. Du darfst doch mal hier drüben hinspurten. Black Gamer dorthin. Wir müssen jetzt jederzeit damit rechnen, dass da Aliens auftauchen. Und 5 Runden sind auch wirklich mehr als genug Zeit, um das dusselige Signal auszuschalten. Ich wette, die stehen genau hinter der Tür da. Flatline kommt hierher. Gut. Dann lassen wir sie mal kommen. Ja, ich weiß, dass da Aliens drin sind, ist klar. Da sind immer Aliens drin. Da ist ein Container, den man wegpusten kann. Ich mach das jetzt so. Nein! Ach, du solltest da oben in die Ecke, verdammt! Nichts zu sehen? Echt? Interessant. Stitch, du kommst mal hierher. Oh, was ist das denn? Wo kommt die denn her? Wo kommt die denn her? Die waren doch eben noch nicht da. Das ist nicht fair, Leute. Das ist echt nicht fair. Hm. Nicht nett, nicht nett. Gar nicht nett. Ja, wie machen wir das jetzt am dümmsten? Der ist ein bisschen da dran, ne? Pistolenschuss ist eigentlich besser. 100%. Komm, hau rein. Den müssen wir irgendwie wegbekommen. Das kann eigentlich... Eigentlich ist das ganz gut. Das macht hier Longshot und Flatline. Die beiden machen den Archon weg. Du siehst nichts, das ist blöd. Dann kommen wir hierher. Blitzschnelle Hände. Eigentlich keine schlechte Idee, ne? Blitzschnelle Hände da drauf. Ja, das hat ja jetzt was gebracht, ey. Toll. Konfrontation vielleicht. Hm. Nein, Schussserie auf den Archon. Ich will, dass er stirbt. So, sehr schön. Okay. Ach, jetzt habe ich vergessen, die, bei Rio noch die Rüstungsfarbe zu ändern. Mensch, das wollte ich doch gemacht haben. Egal, muss ich das beim nächsten Mal machen. 70, 63, 70. Stitch ist auch noch da. 77.
Was sind das schlechte Werte? Hat jemand eine Granate dabei zufällig? Ich würde ungern eine Rakete verballern wollen dafür. Ich stelle mal Black Gamer hier hin. 50, 62. Wir machen mal einen Sprengschuss auf ihn hier. Mal gucken, ob das funktioniert. Eigentlich müsste dadurch ja die Deckung weggehen. Verfehlt. Ach, come on. Jetzt ist es langsam lächerlich. Okay, dann jagen wir da doch gleich noch eine Granate rein oder sowas. Denn sonst könnte das sehr bösartig werden. Gut, machen wir das auf die altmodische Art. Fliegt der denn lang? So. Gut, und jetzt dürft ihr die bitte noch ausschalten. Das wäre sehr nett. Jetzt könnte ich noch Run and Gun machen. Okay, 84% auf den Schildträger. Der ist weg. Und jetzt bitte noch mit Stitch. Du kannst jetzt bitte noch den hier ausknocken. Dankeschön. Der hat tatsächlich noch Deckung, das glaube ich jetzt nicht, ey. Daneben, oh oh. Das ist nicht gut. Habe ich noch jemanden, der schießen kann? Ja, Arturan. Ach, super. Okay, da muss ich Sturm und Schuss machen. Jetzt leider schon. Das ist ein bisschen doof. Um den dann noch auszunocken. Denn so ein Betäubungslanzenträger ist natürlich keine schicke Sache. Menace 1-5, das ist das Notsignal. Rücken Sie vor und schalten Sie es aus, bevor die Aliens das UFO finden. Ja, nächste Runde. 78%, komm, bring den mal eben um, bitte. Dankeschön. Sehr nett von dir. Okay. Target neutralized. Gonna need to reload. Ach, die... Ah ne, Herr, das ist ja die blöde... Diese komische, mega blöde Fähigkeit da. Okay, du kommst mal... hierher. Und ich habe was aufgedeckt. Aha, der Torwächter. Okay, ich habe auch noch 3 Runden Zeit. Das heißt, ich muss das jetzt nicht zwingend hacken. Und wenn, ehrlich gesagt, wenn der Torwächter explodiert, ist mir das auch recht. Wo ist denn der dritte von denen? Da hinten ist der hingelaufen. Ih, das ist ja doof. Das macht nichts. Dann jagen wir hier jetzt erstmal den Blaster Launcher rein. Der Torwächter ist schließlich gefährlich, der muss weg. Och, nur 3 Damage. Das ist echt gar nichts. So. Ich kann ja kostenlos nachladen, ne? Dann kommst du mal hierher. Ich habe schon wieder vergessen, eine Granate zu schießen. Oh, Mann. Dann drückst du bitte mal einen Rupturschuss auf den da. Ich weiß, die Chancen zu treffen sind schlecht, aber ich muss es probieren. Und ich treffe schon wieder. Das wird sicherlich irgendwann dann mal richtig schief gehen, wenn ich in einer kritischen Situation bin. So, jetzt ist nämlich eigentlich schon so gut wie tot. Komm mal hier rüber. Ein Schuss nur noch drin. 81%, komm, machen wir den Schildträger weg. Treffe ich besser. So, der ist Matsch. Jetzt haben wir da hinten noch so einen blöden Advent, den ich nicht kriege von hier aus. Das ist nicht schön. Aber ich könnte vielleicht, wenn ich hier hingehe, versuchen mit der Schredder-Sturmkanone beide zu erwischen. Versuchen wir das Ganze mal. So. Mal gucken, ob ich beide drin habe. Ich bin gespannt. Ja, habe ich. Oh, sehr schön. Das hat funktioniert. Ich bin begeistert. Finde ich gut. Aber, ah, verdammt, er hatte die Beute. Mist. Na, ist egal. Wir haben das Alien-Notsignal abgeschaltet. Der Himmel scheint ruhig zu sein. Aber es sind noch Gegner da. Hm. Na gut. Dann suchen wir mal den Rest vom Schützenfest und gucken, wo die sich versteckt haben. Habe ich noch einen Blaster-Launcher? Nee, habe ich nicht. Ich glaube, meine schweren... Was? Ich habe meine schweren Waffen alle verbraucht. Ist nicht weiter schlimm. Erstmal muss ich mal eine Runde nachladen. Das geht nämlich so mal gar nicht. Du lädst auch nach. Du brauchst nicht nachladen. Übrigens, bei meiner letzten Kampagne, die ich durchgespielt habe mit dem Psi-Soldaten, ist mir noch eine Sache passiert. Ich habe tatsächlich dann noch extra den Kontakt, Kontinentalbonus für den zusätzlichen Slot, für die meine Waffen geholt, damit ich die mitnehmen kann, damit ich mit 3 Aufrüstungsgegenständen in die letzte Mission gehe. Und habe dann tatsächlich vergessen, diese Ausrüstung, zu nutzen. Ich habe halt vergessen, da was in die Slots zu packen. Oh, nee, ey. Nein, das ist... Ist das dein Ernst jetzt?
Hurra. Machen wir eine Kondensatorentladung drauf. Kriege ich beide rein? Nein, natürlich nicht. Okay, dann machen wir ein Gefechtsprotokoll. Und zwar ruhig auf den hinteren. Ist das klug? Ich weiß nicht, ob das klug ist. Ich schieße erstmal mit Atoran auf den da vorne. Dann gucken wir mal, was passiert. Alter, diese Panzerung, ne? Das ist echt krass. Stecher-Bonus-Aktion. Schon wieder. Mensch, okay, dann mach den mal weg. Wieder steht noch. Ach, Atoran, komm, das kannst du aber besser. Jo. Flatline. Du kannst den da sehen mit 91%, 89%. Dann schieß doch bitte mal. Oder schießt du? Ja. Du schießt bitte mal auf den hinteren. Und sei so nett und triff bitte auch. Sehr schön, damit ist der Feuerschutz weg. Ich kann nur den sehen. Warum kann ich den hinteren nicht sehen? Kommst du mal hierher und versuchst mal Truppsicht auf den hinteren zu bekommen. Okay, jetzt müsste ich eigentlich beide sehen können. Nein, kann ich nicht. Was ist das für ein Mist? Da mache ich extra Serie und kann nicht beide sehen. Gemeinheit. Ja, komm, dann erschießt du halt den. Sollen wir? Nein, du machst ein Gefechtsprotokoll drauf. Dann ist er nämlich sicher tot. Und dann sollte es aber auch wirklich alles gewesen sein. Ja, sehr schön. Das war's. Na, also, geht doch. Status bestätigt, Mission erfüllt. Wieder einmal ein makelloser Einsatz. Sehr schön. Gut, dann lass uns doch mal gucken, dass wir jetzt bei Rio nochmal ein bisschen was an der Optik machen. Sobald wir hier gelandet sind. Wenn alle Missionen so glatt laufen, haben wir den Planeten schon bald wieder unter Kontrolle. Wir könnten den Planeten schon unter Kontrolle haben. Aber ich brauche noch ein wenig Zeit, um meine Psi-Soldaten auszubilden. Rio. Oh, du kannst doch Waffenverbesserungen bekommen. Warum sagt mir das denn keiner? Egal, gucken wir später mal nach. Eine PKS könntest du auch kriegen. Wir machen aber erstmal die Individualisierung. Du wolltest eine orangene Rüstung haben. Hm, machen wir denn da? Direkt die knallige, das knallige Orange, was auch Black Game Art? Oder etwas dezenter? Wir machen mal etwas dezenter. Wir machen mal die 14. Und als Sekundärrüstungsfarbe machen wir schwarz. Die 91, das sieht dann, denke ich, ganz cool aus, soweit. Die Waffenfarbe. Waffenfarbe, da. Machen wir das auch. 14. So. Und dann wolltest du noch eine andere Haarfarbe haben. Blond. Ja, ein bisschen, vielleicht ein bisschen grell, ne? Gucken wir mal, was haben wir noch da? Hm, passend zur Rüstung vielleicht? Na, machen wir ruhig das hier. Okay. Es wird mir sehr schwer fallen, dich jetzt auf dem Spielfeld wiederzufinden. ja, gut. So ist das okay. Dann können wir ein bisschen Zeit vergehen lassen, ne? Haben wir das hier eigentlich schon verbessert? Ja, haben wir. Haben wir eigentlich Kerne bekommen bei der letzten Mission? Ich glaube nicht, weil wir die... Doch, wir haben zwei Kerne. Okay, dann machen wir nochmal weitere experimentelle Servowaffen. Ich will einen verdammten Blaster-Launcher, Mann. Ah, oh, das gibt's nicht. Ich krieg keinen dritten Blaster-Launcher. Ich brauche auf jeden Fall einen dritten Blaster-Launcher für die letzte Mission. Verdammt nochmal. Vorräte. Ich brauche keine Vorräte. Ich habe genug Vorräte. Wo war ich denn bei? Ich wollte hier irgendwo ein Relais installieren, ne? Da unten. Setze Kurs auf Sektor 3. Genug Vorräte. Brasilien. Unglaublich, sowas. Jetzt muss ich wieder zu sehen, dass ich zwei verdammte Illyrium-Kerne bekomme. Ja, ist mir egal. Gibt genügend Einrichtungen, die wir dann wegpusten können. Zum Beispiel die da. Commander, die Aliens arbeiten immer noch am Avatar-Projekt. Die Legierungspanzerung ist natürlich eklig, ne? Würde ihre Bemühungen deutlich zurückwerfen. Ja, ja. Ich kümmere mich um die Dinger, wenn wieder hier Alarm ist, ne? Dann mache ich das. Commander, die Aliens machen noch immer Fortschritte beim Avatar-Projekt.
Wenn wir sie verlangsamen wollen, müssen wir uns beeilen. Ist mir egal. Ich möchte gerne Funkrelays bauen. Oh, sehr schön. Springzünder gelernt. Dann lernst du jetzt erstmal den Leerspalt. Das ist eine der wichtigsten Fähigkeiten. Ihr werdet bald sehen, wieso. Höre sie laut und deutlich. Okay, jetzt haben wir das auch gekriegt. In 5 Tagen gibt es wieder eine Vorratslieferung. Können wir denn noch ein Relais eigentlich bauen? Wo fehlt denn? Hier haben wir schon alle 3. Okay, in Europa können wir noch eins. Ne, da haben wir auch schon voll. Hier in Asien können wir noch 2 Relais bauen. Und hier können wir noch 1 bauen. Dann machen wir das nächste Mal das in... Machen wir das in Neu-Indonesien als nächstes. Ach, kann ich nicht. Zu wenig Vorräte. Okay, dann sammeln wir Infos ein. Infos sind wichtig. Wir brauchen ganz viele Infos. Wir brauchen ganz, 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 ganz viele Infos. So. Schon wieder ein Punkt. Junge, die sind aber echt flott dabei im Moment. Commander, wenn wir den Fortschritt der Aliens bei diesem Avatar-Projekt verlangsamen wollen, sollten wir eine ihrer Einrichtungen angreifen. Ja, ja, das machen wir in der nächsten Folge, aber nicht jetzt. Geh mir nicht auf die Nerven damit. Jetzt kannst du die Nulllanze... Ne, wir machen zuerst mal das Schisma. Schisma ist eine sehr nette... Wie gesagt, es ist egal, ich setze die eh nicht ein, bevor wir nicht in die letzte Mission starten. Obwohl, vielleicht sollte ich das tun, damit ich ein wenig, vertrauter mit dem Team dann werde. Ich muss mich ja daran gewöhnen, dass ich dann nur noch bestimmte Sachen habe. Aber ich brauche auch einen dritten Blaster Launcher dafür. Eine Übertragung für Sie, Commander. So, 1282, das sollte ja wohl reichen. Ja, die holen wir uns und dann können wir noch mehr Funkrelais bauen. Mal gucken, wie viel wir davon in dieser Folge noch zusammenbekommen. Und dann werden wir wahrscheinlich doch noch eine Einrichtung angreifen müssen, bevor wir unsere Psi-Soldaten soweit haben. So, ja, du kriegst die Nulllanze. Wie viel fehlt denn bei den beiden jetzt eigentlich noch? Lass uns mal kurz einen Blick drauf werfen. Dass wir so eine Vorstellung haben, wie lange das noch dauert. Fähigkeiten. Okay, 1, 2, 3, 4, 5 Fähigkeiten fehlen hier noch. 5 Fähigkeiten fehlen noch. 25 Tage. Und bei diesem Soldaten hier. 2, 3, 4, 5, 6. Die fünfte ist aber gerade in der Mache. Also auch noch 25 Tage. Ja, das kriegen wir noch hin. Ein Ingame-Monat, eine Lieferung, eine Warnlieferung. Da müssen wir noch einmal eine Einrichtung zwischendurch angreifen. Und dann geht das auch. Ignorieren. Ist mir egal. Wir gucken nur noch mal auf dem Schwarzmarkt nach, ob die nicht noch einen überragenden Mehrlader jetzt im Programm haben. Den würde ich nämlich schon ganz gerne noch einen zweiten haben, aber ich glaube nicht, dass ich noch einen zweiten bekomme. Denn bisher hatte ich tatsächlich in allen Spielen nur einen Mehrlader bekommen. Ein überragendes Laservisier brauche ich nicht, nee. Unsinn. In meinem letzten war es aber so geil, da habe ich fast jedem Soldaten einen scheiß Mehrlader gehabt. Nur genutzt hat mir das nichts, weil der in der letzten Mission einfach mal so nicht gezündet hat. Ich wollte hier das Relais bauen. Genau, da hätten wir nämlich Indonesien auch vollständig abgebaut. Abgedeckt. Warum ich jetzt nur 1170 Vorräte? Das verstehe ich jetzt gerade nicht. Na, ist ja auch egal. So, Bollwerk fertiggestellt. Dann bekommst du den Seelenraub als nächstes zugeteilt. Sehr nette Fähigkeit. Und wir bauen fleißig. Wir hören Sie. Fleißig, fleißig. Relais. Dann bauen wir jetzt noch... Es sind noch 2 Stück, ne? Da haben wir, glaube ich, überall welche gebaut. Das sollte ich sogar mit den Kohlen, die ich jetzt noch habe, hinbekommen. 375, das letzte wird dann... Das letzte Relais wird dann 400 kosten. Ob es da wohl eine Steam-Auszeichnung für gibt? Werden wir ja gleich sehen. Sofern uns die Aliens jetzt noch in Ruhe lassen. Nein, ein Guerilla-Einsatz. Oh, toll. Toll, 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 toll. Das ist mir egal. Das ist mir egal. Das ist mir auch egal eigentlich. Dann machen wir mal diesen hier. Vergeltungsschläge sind blöde Missionen, die mag ich nicht so gerne. Setze Kurs auf den mexikanischen Regionaltrakt.
Und passenderweise ist die Zeit auch um. Das heißt, wir starten nochmal eben in die Mission. Genau mit der Truppe wieder. Wir setzen noch keinen unserer Zielsoldaten ein. Sondern legen jetzt erstmal los. Denn wenn einer von denen verletzt wird, dann können die nicht weiter ausgebildet werden. Und das würde das ganze Projekt natürlich gefährden, sag ich mal. Skyranger eingesetzt. So. Grünes Licht für Teameinsatz. Starten wir den Einsatz. Wir gucken uns mal eben noch die Map an, wo das Gerät steht. Und dann ist Schluss für heute. Einen Zugangspunkt in diesem Gebiet eine Verbindung zum Advent-Netzwerk eingerichtet und kritische Daten des jüngsten Alien-Projekts abgefangen. Leider hat Advent das Signal entdeckt und rückt aus, um die Stellung zu zerstören. Wir müssen handeln und alle Feinde ausschalten, die das Gerät bedrohen. Vielleicht hätte ich doch einen MC-Soldaten mitnehmen sollen. Wenn wir nämlich wieder so einen blöden Torwächter dabei haben und der neben dem blöden Gerät explodiert. Ich meine, das ist ja nicht instant kaputt, nicht? Aber das kann schon böse ins Auge gehen, in dem Fall. Das wäre natürlich extrem uncool, wenn uns das Ding dann um die Ohren fliegt. Denn da wird ja nun auch schon drauf geschossen von den Advent-Truppen, bis wir da eintreffen. Deswegen ist das ein bisschen, so, ne? Wo sind wir denn hier überhaupt? Vorort von Guadalajara? Okay, interessant. So, kommen wir jetzt mal hin mit der Ladezeit hier. Also es liegt tatsächlich am Fraps. Ich habe es nochmal ausprobiert in einem anderen Spielstand. Ohne Fraps. Und, ja. Daran liegt's. Leider. Beim Rückflug ist das ja dieser Bug, dass man mit der Umschalttaste das überspringen kann, aber auf dem Hinflug funktioniert das leider nicht. Das ist doof. Gut. Wo sind wir? Wir sind hier. Und wo ist das Gerät? Oh, cool. Wir wissen schon mal gleich, dass wir zwei Türme da vorne stehen haben. Geil. Menace 1-5, feindliche Truppen sind bereits auf dem Weg, um den Datenzugang zu zerstören. Uns bleibt nicht viel Zeit. Wir müssen das Gebiet säubern und das Gerät um jeden Preis sichern. Ein Sektoid. Okay, wie viele Runden habe ich denn Zeit dafür? Achso, keine Rundenbegrenzung, weil, ne, ist so. Das Ärgerliche ist, dass diese ganzen Dinger heftigst viel Panzerung haben durch diese blöde Dark Event mit der Legierungspanzerung. Dass wir hier Sektoiden drin haben, gefällt mir auch nicht. Eigentlich würde ich hier am liebsten direkt den ersten Blaster-Launcher reinschießen. Aber wie ich hier vorgehe und ob wir das Gerät beschützen können, das sehen wir dann beim nächsten Mal, wenn es wieder ist. Der Let's Play XCOM 2. Bis dann.